Mein heutiger Gast ist Norbert Herbst. Er ist Leiter Forschung und Entwicklung bei der Firma King Nature in Wädenswil im Kanton Zürich. Wir haben ein erstes Video zusammen aufgenommen, wo er sich und seine Ausbildung und Erfahrungen vorgestellt hat. Jetzt in diesem Video geht es mir darum, zuerst einmal, wie bist du zur Firma King Nature gekommen? Als ich dann in einer Firma war, wo ich Nahrungsergänzungsmittel als Business Development Manager entwickelt und auch verkauft habe, da habe ich viele Marktanalysen gemacht und dann bin ich immer wieder über King Nature gestolpert und die Produkte von King Nature und dachte, Mann, das wären eigentlich die Produkte, die ich gerne entwickeln würde. Das ist ja nicht genau das, was ich im Kopf und auf dem Herz habe. Und das hat mich schon geärgert. Also King Nature hat mich schon geärgert. Immer wieder neue Produkte und spannende Produkte und gut beschrieben. Und ich habe gemerkt, das ist nicht einfach bla bla bla, sondern das ist wirklich, das kommt aus dem Herz. Hat mich schon geärgert. Ja, und ich war auch immer wieder, fand es mühsam, ich hätte gerne da. Und irgendwann mal habe ich so stark das gespürt, dass ich mir gesagt habe, okay, jetzt muss ich mal einen Brief schreiben und habe King Nature einen Brief geschrieben. Und ganz ehrlich gesagt, was ich fühle und empfinde und wer ich bin, ich glaube in ganz wenigen Sätzen nur. Ja, und so habe ich euch kennengelernt. Das war eine Spontanbewerbung. Das war eine Spontanbewerbung. Ja, so gut, so spontan ja nicht, weil ich war ja schon richtig, ich kannte euch ja schon wirklich in- und auswendig. Aber ja, ich habe dann Raffaele kennengelernt. Und wir haben uns gleich gemocht und das war toll. Das war wirklich, ja, und so kam ich dann schlussendlich hierher. Gut, und jetzt ist dein Titel, in Anführungsstrichen, Leiter Forschung und Entwicklung. Was macht man? Was sind deine Aufgaben in einer Firma, die Naturkosmetik und Nahrungsergänzungsmittel herstellt? Also grundsätzlich geht es darum, dass ich Ideen höre von Kollegen, von Ärzten, auch eigene Ideen habe oder Ideen in Publikationen in finde, diese dann aber auch genauer anschaue, mir Gedanken mache, ja, was ist da wirklich dran? Was kann man da machen? Gibt es Pflanzen, die hier helfen können? Das ist Literaturarbeit, das ist Knochenarbeit. Und dann geht es eigentlich darum, wenn man dann mal grundsätzlich weiß, okay, ich möchte gern das und das so zusammensetzen, das nennt man Formulierung, dann muss man suchen, wer kann uns diese Rohstoffe herstellen, anbauen zum Beispiel oder verarbeiten, wer kann uns beliefern, welche Qualität brauche ich überhaupt? Das sind dann ganz viele Fragen, die man dann hat. Dann geht es dann, wenn man dann endlich mal ein paar Muster hat, dann fängt man an zusammenzumischen und das Ganze mal auszuprobieren. Geht das überhaupt? Passt das in eine Kapsel rein? Oder geht das überhaupt in eine Creme? Oder ist die Creme dann unstabil und fällt auseinander? Ist ja eine Emulsion, Öl in Wasser. Und dann natürlich geht es weiter, die ganzen rechtlichen Aspekte. Oder man muss sich auch Gedanken machen, ist das überhaupt so zugelassen in der Schweiz oder in Europa oder in anderen Ländern oder nicht? Wo sind die Toleranzwerte? Also es gibt ja Produkte, die kann ich nicht einfach hochdosieren. Da muss ich einfach schauen, bis hierhin und nicht mehr. Oder ich muss schauen, ich muss mindestens so viel drin haben, dass ich überhaupt eine Wirkung habe. Und da geht es bis hin auch zur Stabilitätsprüfung, wo wir uns dann Gedanken machen müssen, dass das Produkt auch wirklich stabil bleibt. In der Zeit, wo wir sagen, es bleibt stabil, das ist ein spannender Prozess. Menschen haben ja das Gefühl, ja, also ein einfaches Nahrungsergänzungsmittel, das ist ja nichts Besonderes. Was du jetzt aber erzählst, da ist sehr viel Wissenschaft dahinter. Ja, sehr viel, ja. Also das ist Knochenarbeit, ich nenne das Knochenarbeit, weil das ist die Arbeit, die eigentlich ja der Kunde, der dieses Fachwissen, das ich mir aneignen durfte, nicht hat, uns vertraut und sagt, ja, die tun ihren Job, die überlegen sich das ganz genau, es ist wissenschaftlich fundiert, was sie machen, es ist sicher, es ist was drin, ich meine, das ist auch noch wichtig, ich muss ja in diese kleine Kapsel, muss ich ja irgendwie so viel reinbringen, dass es auch eine entsprechende Wirkung hat dann. Und das Ganze muss wirklich fundiert sein und das nur so haben wir das Vertrauen eigentlich der unserer Kundschaft erwerben können, hart erarbeiten können. Nur so geht das, weil, hey, wenn ein Kunde Linderung erfährt oder sogar gesund wird,
dann erzählt er das weiter. Was ich auch noch sagen möchte, was noch wichtig ist, was zur Forschung und Entwicklung gehört, man ist natürlich extrem auch immer beschäftigt mit Qualitätskontrollsachen. Also man muss ja auch, einen Rohstoff muss man ja prüfen. Hat der überhaupt diese Wirkstoffe drin? Weil das variiert von Ernte zu Ernte. Und das andere, was eben auch noch in meinem Bereich reinspielt, das ist das ganze Qualitätsmanagement. Das heißt, wir arbeiten nach gewissen Standards. Also wir müssen garantieren, dass zum Beispiel die Anlagen schön gereinigt wurden, dass sie, und dass es immer die gleiche Mischung ist, dass die Abläufe immer gleich sind. Oder wir müssen prüfen, wie stabil ein Produkt ist. Und da gibt es auch spezielle Verfahren, gerade zum Beispiel bei Emulsionen, bei Cremen ist das wichtig, gerade in der Naturkosmetik, die halt nicht so über starke Emulgatoren verfügen. Ja. Genau, da wollte ich noch einhaken. Naturkosmetik, dieser Begriff, das steht auf allen Produkten drauf heute. Ja. Oder? Ja. Die Menschen verlangen Naturkosmetik. Kannst du mal kurz beschreiben, wie man ein echtes Naturkosmetikprodukt herstellt? Das darf ja nichts Chemisches mehr drin haben. Es sollte alles natürlich sein. Ja, mit dem Echt fängt es ja schon an. Also, um ganz ehrlich zu sein, denke ich, das ist meine persönliche Meinung, du musst zuerst mal als Einzelner oder als Firma entscheiden, was verstehst du unter Naturkosmetik? Und das musst du auch sagen. Also, ich persönlich verstehe zum Beispiel darunter, dass man Rohstoffe einsetzt, die aus der Natur kommen, die natürlich verarbeitet wurden, oder Substanzen einsetzt, wenn es nicht anders geht, die zwar günstig sind, aber in der Natur vorkommen. Und wenn wir jetzt von reiner Chemie reden, dann reden wir von Stoffen, die so in der Natur nicht vorkommen. Mhm. Einfachstes Beispiel, man kann als Emulgator, wenn wir nochmal in die Naturkosmetik da bleiben, kann man sagen, okay, ich nehme einen Emulgator, das ist ein Stoff, der macht, dass das Öl im Wasser, ist immer eine Öl-in-Wasser-Emulsion, dass das Öl im Wasser wirklich zu einer Creme wird und stabil bleibt. Wenn ich einen guten, chemisch starken Emulgator nehme, dann habe ich eine stabile Emulsion, auch wenn sie lange Zeit gelagert wird. Arbeite ich hingegen nur mit, wie ich es gerne mache, mit Lecithin. Das ist ein ganz natürlicher Emulgator, kommt in der Milch und überall vor, im Ei. Dann habe ich natürlich die Probleme, dass meine Creme niemals so stabil bleibt. Das heißt, du brauchst unheimlich viel Kniffs und Tricks, dass es doch stabil bleibt. Mhm. Und das ist das Schwierige in der Naturkosmetik. Und darum macht es eigentlich niemand so gerne. Die Konservierungsstoffe, das ist ja das Problem. Weil nein, die Creme muss ja haltbar bleiben. Konservierungsstoffe sind ein Problem, Parfümstoffe sind ein Problem. Aber die Emulgatoren sind ein ganz großes Problem, weil die Emulgatoren, wenn du zum Beispiel einen starken chemischen Emulgator nimmst, der tut dir natürlich auch die Hautlipide oder diese Fette in der Haut auch emulgieren, also auch wasserlöslich machen. Wenn du nachher duschst oder deine Hände wäschst, dann wäschst du diese Lipidschicht außen, aber auch in der Membrane von der Haut ab. Und der Effekt ist, du hast dann immer trocknere Haut, weil diese Lipide in der Haut, also und das Fett auf der Haut, sorgen dafür, dass du nicht vertrocknest. Also diese Membrane. Und wenn du geschickt arbeitest, auch wieder hier Lecithine, dann kannst du sogar eine Haut, die bereits geschädigt ist, kannst du wieder reparieren. Und diesen Repair-Effekt hatte ich die Möglichkeit, diesen Repair-Effekt konnten wir wirklich klinisch zeigen. Und da Das ist wirklich pure Freude, wenn du wirklich dem Kunden sagen kannst, guck mal, dieses Produkt habe ich nicht nur entwickelt, sondern ich weiß, es funktioniert, weil ich klinische Studien gemacht habe. Bei den Cremen, die du herstellst hier, hat es da noch irgendeinen chemischen Stoff drin oder nicht mehr? Um ganz transparent und ehrlich zu sein, ich würde sagen, wir schaffen es teilweise 100% natürlich. Und teilweise sind es nur 99,4 oder 99,6%. Oder bei einer sind es 99,8%. Weil in diesem Beispiel die 0,2%, die übrig bleiben, das ist das Parfüm, das ich zugebe. Und das Parfüm muss ich zugeben aus zwei Gründen. Erstens mal mögen das die Menschen, die riechen gerne. Und zweitens muss ich mit dem Parfüm aber auch einen gewissen Eigengeruch
jedes Produkt hat einen Eigengeruch, überdecken. Und ich bin ein Fan von möglichst wenig oder kein Parfüm. Darum 0,2% zum Beispiel. Das ist wirklich ganz wenig. Aber es geht. Oder? Und bei einem Parfüm muss man einfach aufpassen. Parfümstoffe sind eigentlich die, die zu Allergien führen. Und darum machen wir eigentlich zu allen, nicht nur eigentlich, sondern das machen wir. Wir machen bei jedem kosmetischen Produkt, das wir haben, gibt es Hautirritationstests. Und wir prüfen das ganz genau, dass es sicher ist, auch von der Toxikologie her. Da haben wir Profis, die mit uns zusammenarbeiten. Das mache ich nicht ich allein, das machen wirklich Profis. Dass wir wirklich garantieren können, dass unsere so natürlich wie mögliche Kosmetik, sagen wir es mal so ganz ehrlich, wirklich das ist, was wir behaupten. Ich glaube, es ist für die Frauen, die viel Kosmetik brauchen, interessant, wirklich zu hören, was ist Naturkosmetik. Oder? Also es genügt nicht, einfach einen Naturstoff in chemische Kosmetik hineinzugeben, was zum Teil gemacht wird. Ich möchte die Zeit noch nutzen. Wie gehst du vor, wenn ein Nahrungsergänzungsmittel hergestellt wird? Ich möchte das Beispiel nehmen vom Vitality Shot, ein Multivitaminpräparat. Wie gehst du da vor? Was muss da alles hinein und wie viel? Und kannst du da noch ein bisschen Einblick geben? Gerne. Vitality Shot ist ja ein sehr interessantes Produkt gewesen, weil wir eigentlich die Strategie verfolgen, möglichst alles einzeln dem Kunden anzubieten, weil er dann selber auswählen kann, was er jetzt braucht. Aber Vitality-Stoff war die Vorgabe von seitens der Ärzte, dass wir etwas brauchen, was schnell, sofort hilft bei irgendeinem Mangel. Und das soll möglichst alles abdecken und das schnell und gut und sicher. Und so haben wir uns natürlich dann Gedanken gemacht, was braucht man da? Sahen dann schnell, dass man einerseits Vitamine braucht, es braucht Mineralien und es braucht Spurenelemente. Und es braucht vielleicht noch ein, zwei interessante Extrakte, um das Ganze noch etwas spannender zu machen, wirksamer zu machen. Und es braucht vielleicht noch ein paar Anwendungskniffs und Tricks, um das Ganze auch bioverfügbar zu machen. Und das war eigentlich die Herausforderung. Die große Herausforderung war, so viel in so eine kleine Packung zu bringen. Oder? Weil wir ja wirklich möglichst viel da reinbringen wollen. Und die Entwicklung war auch sehr anspruchsvoll aus dem Grund, weil wir so viele verschiedene Komponenten zusammenmischen mussten. Ich meine, die muss man ja alle beschaffen, die muss man organisieren, das muss man alles suchen. Und dann, als letzter Schritt, war es dann so, dass wenn man das dann ausprobiert hat, gekostet hat, ich probiere natürlich immer alles selber aus, ist logisch. Mhm. Und mein Umfeld musste auch mitleiden manchmal. Das erste Mal, als wir diese Mischung geprobiert haben, das war wirklich heftig. Es war bitter und es war... Und dann ging es darum, was kann man jetzt für Tricks anwenden, damit das besser schmeckt. Mhm. Und das hat jetzt eigentlich gar nicht mit Forschung und Entwicklung zu tun, sondern es ist wirklich reine Entwicklung. Wie man die Darreichungsform schlussendlich dann so bringt, dass sie gut ist. Und wir haben uns da entschieden, wir wollen unbedingt das Ganze in einen kleinen Stick. Also wir wollen keine Kapsel, wir wollen auch den Menschen das eröffnen, die eben nicht mehr gerne Kapsel schlucken oder Mühe haben, wie die alten Leute Kapsel zu schlucken, oder? Wollten wir etwas erleichtern und darum war die Idee des Sticks. Aber der hat ja nur ein gewisses Volumen und wir brauchten, am liebsten hätten wir so viel da reingepackt, aber wir hatten ja nur so viel Volumen. Das war die nächste große Herausforderung. Wie macht man das? Und vom Regulatorischen muss ich gar nicht reden, dass natürlich jeder einzelne Stoff genau beschrieben und reguliert ist in der Schweiz, in Europa, überall auf der Welt. Da kann man nicht einfach was zusammenmischen, sondern muss sich an gewisse Regeln halten und das muss stimmen. Und so ist dann Vitality Shot entstanden. Vitality Shot haben wir schon, ich würde sagen, 1,5 Jahre haben wir mindestens dran gearbeitet, das muss ich schon sagen, ja. Bis es dann so war, dass ich sagen konnte, okay, Chef, jetzt probier mal. Also, ich habe es auch schon probiert, da schmeckt es wirklich gut. Ja, Norbert, du hast uns Einblick gegeben in deine Arbeit als Biochemiker in einer Firma, die Nahrungsergänzungsmittel und Kosmetik herstellt.
vielen herzlichen Dank, dass wir hier sein durften und dass du uns so offen und ehrlich über deine Arbeit berichtet hast. Vielen herzlichen Dank. Und bitte, ich mache meinen Job von Herzen gern.